Jetzt ist also die Bild dran, ja, und es widerstrebt sich mir wirklich innerlich alles, ja, sich diesem Thema zu widmen, weil jede Minute, die man dieser Zeitung Aufmerksamkeit schenkt, ist letztendlich verlorene Lebensenergie und verlorene Lebenszeit, weil mit jeder Ausgabe wird ja der menschliche Verstand und die menschliche Aufgeklärtheit des modernen Menschen, ja, zutiefst in seinem Innern beleidigt. Ja. Wir machen Videos für Goldfische, hat einer der YouTube-Chefs neulich in einem Interview gesagt, ja, und jetzt werden sich viele User fragen, wie, für Goldfische, ja, wie das, ja, und sage, ja, warum? Weil Goldfische ein Langzeitgedächtnis von 3 Sekunden haben, ja? Also wenn die zum Beispiel hier im Glas sind, ja, hier, ja, dann schwimmen die eine Runde, ja? Ja, und nach 3 Sekunden kommen die genau an der gleichen Stelle am Glas wieder raus und wissen, was die dann sagen, die sagen, ach, guck mal, auch schön hier, ja. Und viele User sind ja noch schlimmer dran. Ja, die haben nicht nur so ein Langzeitgedächtnis, sondern die können nicht mal schwimmen. Und jetzt werden sich viele fragen, was hat das mit der Bild-Zeitung zu tun? Ja, Bild, das ist YouTube für digitale Deppen, ja, die es noch analog mögen. Ja, eine geistige Verrichtungsanstalt, ja, Redakteure, ja, verrichten sozusagen ihr tägliches Geschäft, ja, aus allen Körperöffnungen in diese Zeitung hinein, worauf sich dann der Maurer auf dem Bau, auf dem Dixi-Klo da mit den Hintern abwischt. Ja. Bild ist für die Menschen, für die es gar nicht mehr um die Information geht, ja, weil die enthält ja Bild ja auch gar nicht. Es geht rein bloß und nur um eine Meinung. Ja. Man möchte eine Meinung haben, ohne die dafür notwendigen lästigen Informationen. Ja. Und da ähneln sich Bild und Kabarettisten oft auch, weil da stehen oft auch inzwischen Kabarettisten auf der Bühne. Die haben eine klare Meinung, ohne dass sie dafür die nötigen Informationen benötigen. Ich glaube, für die Nestbeschmutzung werde ich demnächst noch aus der öffentlichen Kabarettgemeinschaft ausgeschlossen. Das Ganze wäre lustig, wenn es harmlos wäre. Das ist es aber nicht. Ja? Denn Bild als blöd zu bezeichnen, ja, ist ja nur ein Teil der Verharmlosung dieses Mediums. Ja? Es geht doch am Ende darum, große Teile der Bevölkerung in Dummheit und in Unwissenheit und in Unaufgeklärtheit zu halten, weil sie das leichter regierbar und leichter manipulierbar macht. Ja? Denn da sind ja durchaus auch intelligente Macher am Werk, die wissen, was sie tun. Ich nehme da ausnahmsweise mal Franz Josef Wagner, den Kolumnisten von Seite 1, wirklich aus. Ja? Der jahrelange Konsum von Tabak und Alkohol das Gehirn dermaßen durchweicht hat, ja? Dass seine fragmentarischen Aufzeichnungen, die er zu Papier bringt, von den Ausscheidungen einer BSE-verseuchten Kuh kaum mehr zu unterscheiden sind, ja. Letztendlich ist er der geistige Pflegefall des deutschen Journalismus, der auf Seite 1 der Bild sein Gnadenbrot erhält. Rührend. Harmlos ist dieser ganze Kampagnenjournalismus unter anderem nicht, weil ja Süddeutsche und Spiegel und andere Zeitungen jederzeit bereit sind, aus der Bild zu zitieren, ja, um sich in herodeshafter Selbstverleugnung, ja, die Hände in Unschuld zu waschen, ja, aber die gleichen Informationen und die gleichen Meinungen zu verbreiten. Ja, was natürlich das Ganze erleichtert ist, dass viele Bildredakteure inzwischen in anderen Redaktionen beschäftigt sind. Schöne Grüße an Nikolaus Blome von der Bild, inzwischen beim Spiegel, glaube ich, oder? Die Berichterstattung über den bewusst herbeigeführten Flugzeugabsturz über den französischen Alpen ist dabei ja nur ein vorläufiger Höhepunkt. Ja? Denn es geht am Ende überhaupt nicht mehr um Journalismus, um Aufklärung, sondern es geht rein um die Gier nach Auflagenstärke und nach Verkaufszahlen. Und diese Gier wird ausgetragen auf dem Rücken der Opfer. Ja? Dazu ist man zu allem bereit. Man ist auch bereit, das Volk aufzuhetzen auf einen Tag und am nächsten Tag sich genau von diesem Volk zu distanzieren, ja? Sich zu echauffieren, ja? Und dann sich gleichzeitig zum moralischen Zeigefinger der Nation zu erheben. Das Ganze ist so erbärmlich und ist an Niedertracht nicht zu überbieten, ne? Dass es einem das große Kotzen tagtäglich am Kiosk hervorrufen müsste. Es sind herzlose, reaktionäre Schreibtischtäter, ja, die da tätig sind, denen es letztendlich nur am Ende um eine Propaganda geht, um die Auflagenstärke zu erhöhen und sind dabei bereit, über Leichen zu gehen am Ende. Und Süddeutsche und Spiegel und all die anderen, die aus dieser Krankenakte zitiert haben, dann, ja, die sollten vor Scham im Boden versinken. Es hat sich eine herzlose Parallelgesellschaft gebildet, ja, die an Niedertracht kaum mehr zu überbieten ist. Ja. Es ist eine Katastrophe. Der Katastrophe des Flugzeugabsturzes folgte die Katastrophe der medialen Berichterstattung. Man heuchelt Anteilnahme und befriedigt am Ende nur die widerlichste aller Eigenschaften des Menschen, ja, nämlich das Aufgeilen am Verderben anderer.
Und es gibt noch einen Aspekt, der bedacht werden muss, nämlich warum Bild in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, weil es Menschen gibt, die bereit sind, für Bild zu werben. Ja? Und ich darf mal kurz, erlaube ich mir, die Namen derer vorzulesen, die da für Bild werben oder geworben haben, falls sie nicht mehr leben. Ja, Mario Barth, gut, was will man da erwarten? Ne? Barbara Schöneberger, nicht nur für Kartoffelsalat, sondern auch für die Bild, Franz Beckenbauer, Frank Elstner, Veronika Ferres, gut, die kann am Ende wirklich nichts dafür. Ja. Hans-Dietrich Genscher, herzlichen Glückwunsch. Thomas Gottschalk, Gregor Gysi, grüß dich, linke Socke. Ja. Dietmar Hopp, Johannes B. Kerner, Philipp Lahm, Udo Lindenberg, Armin Rohde, Peter Schollatour, Alice Schwarzer, Till Schweiger, Richard von Weizsäcker, Gott hab ihn selig, und Mesut Özil. Ja. Das nur eine kleine Auswahl. Im Internet finden Sie alle, die für Bild bereit sind zu werben. Ja. Und deshalb müssen am Ende alle geächtet werden in dieser Gesellschaft, die bereit sind, Bild zu kaufen, Bild zu zitieren oder Bild zu lesen. Das betrifft auch unter anderem die Bundestagsabgeordneten im Deutschen Bundestag, die man öfter mal mit der Bild unterm Arm laufen sieht und die dann immer noch behaupten, ja, sie müssten lesen, was das Volk so denkt. Nein, liebe Abgeordneten, es geht nicht darum zu sehen, was das Volk denkt, sondern das, was das Volk zu denken hat. Darum geht es nämlich in der Bild. Es geht nur eines, mündige Bürger oder Bild. Mehr ist nicht möglich. Leider glaube ich ja nicht an die Hölle, aber für die Redakteure von Bild, ja, da würde ich durchaus auch eine Ausnahme machen. Da wäre ich für die Wiedereinführung der Hölle, und wenn jemand eine Petition startet, ich bin sofort dabei, und zwar nicht irgendeine Pipifax-Hölle, wie sie die Katholen haben, ja, sondern wenn, dann die von Dante Alighieri aus der Göttlichen Komödie, ja, mögen sie schmoren bis in alle Ewigkeit. Halleluja. Mit nur einem Klick kannst du den Denkfunk abonnieren. Hol dir dein Willkommensgeschenk ab. Freue dich auf prominente Gäste beim Denkfunk-Festival. Denn Denkfunk braucht dich, damit wir mehr erreichen, mehr informieren, mehr Wert schaffen.